Analytischer Hieb. Mit diesen Bildern begrüße ich euch zum neuen Teil von Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben es endlich geschafft, hier diesen schwierigen Weg, sage ich mal, zu gehen mit diesen zwei Security-Robotern. Ja, endlich. Endlich geschafft. Und jetzt können wir auch endlich BD1 hier ein bisschen upgraden und dann kommen wir der Sepho-Statue deutlich näher und das ist doch schon mal was. Denn ich meine, wir können jetzt motorische Seilrutsche bestimmt hier irgendwas. Bestimmt hier was machen. Ah, cool. Jetzt können wir nach oben auch rutschen. Perfekt. Ah, nein, wir müssen runter. Wir müssen runter, oder? Ne, wir müssen hoch, stimmt. So. Ja, sei mal nicht so pissig. Gibt sich schon alle Mühe. Genau, und jetzt können wir nämlich bergauf rutschen, perfekt. Boah, aber dieser Weg dahin erstmal. Oh. Mich gerade. Dankeschön. Boah, war das knapp. Aber hingekriegt. So. Was kommt jetzt? Natürlich. Jo, ist klar. Hoppala. Da verrutscht mir auch mal das Mikrofon. Ja. Nee, ist klar. Mit dem Typen. Puh, alter Schwede. Dass dieser Weg zu einer Statue so schwierig werden kann, das hätte ich auch nicht gedacht. Vor allen Dingen als Jedi-Großmeister, angehender Jedi-Großmeister. Es ist dann nochmal was anderes, ne? Gott sei Dank starten wir von hier unten. Genau, holen wir die Seilrutsche hier runter wieder. Damit wir jetzt wieder nach da rutschen können und dann wieder nach da oben rutschen können. Dieses Ding muss überladen werden.
Und dann auf ein neues. Warum? Ohne Witz. Man muss doch da anscheinend in einem perfekten Winkel. Immer drauf, ja. Also wenn wir gegen den kämpfen, also wir müssen da lang. Führt halt kein Weg dran vorbei, das ist halt das Problem. Oh Mist. Alles klar, übertreib deine Lage doch, du netter Junge. Ich melde mich gleich wieder, wenn es heißt, wir haben es endlich geschafft. Jo. Also ich weiß nicht wie, aber er ist auf einmal gestorben. So mit so einem ganz simplen Hieb. Ganz komisch. Aber ihr habt es ja gesehen, das war so, hä? Ein Wunder, dass der daran gestorben ist halt. Okay. So. Hier und dann. Oh Mist. Nach da. Ich gehe mal davon aus, nach da. So. Wir werden noch härter arbeiten. Wir kommen rein, Offizier Crane. Müssen wir da lang? Ich weiß es nicht. Einmal runterfallen, wir sind halt tot, ne? Sieht halt nicht dementsprechend aus. Oh Mann, ich will nicht. Nee. Okay, so geht's natürlich auch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Ich nutze das hier mal. Ich glaube, das wäre besser. Und ausruhen. Puh, Leute, wir haben es so fast geschafft. Noch irgendwas hier? Ist hier was? Das ist ein Fahrstuhl. Nur die Frage ist, warum? Oh.
Nein, das wäre zu risky. Hier können wir nicht, also wir müssen hier lang anscheinend. Aber das geht ja nach unten. Oh, Mist. Wie berechenbar. Shit. Oh ja, ich kenne deinen Namen, dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Na toll. Dein Untergang rückt näher. Jo. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Du kannst nicht gewinnen. Akzeptier das endlich. Kann ich auch nicht. Als ob. Und wieder mal ein Cut. So, Leute. Das ist jetzt die letzte Aufnahme, beziehungsweise der letzte Versuch, die Schwester heute zu stoppen. Es tut mir echt leid, dass wir momentan echt hier festhängen. Aber es geht einfach nicht. Und so wird es zwar ein bisschen in die Länge gezogen, aber ganz ehrlich, ich will es halt auf Großmeister durchspielen und dann dauert es halt ein bisschen länger. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und das will ich auch erreichen. Und entweder wir schaffen es auf Großmeister, weil ich möchte halt jetzt auch nicht irgendwie unser Ziel, was wir ja gesetzt haben, ich sag mal, über den Haufen werfen, nur weil ich es nicht schaffe. Man wird es halt so lange probiert, bis ich es schaffe. Und was ich jetzt kurz sagen wollte noch, warte, was ich noch kurz sagen wollte, wenn ich es halt nicht schaffe, dann probieren wir es halt weiter. Nur das Problem ist, ich nehme das jetzt gerade am Sonntagabend auf. Meine Freundin schläft gerade. Kann ich jetzt auch nicht so extrem rumschreien. Und außerdem ist es jetzt auch so, dass es ja am Dienstag rauskommen soll. Dementsprechend werde ich das jetzt, wie gesagt, noch einmal probieren. Sollte es nicht klappen, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, weil es extrem OP ist auf Großmeister. Sollte es nicht klappen, werden wir wahrscheinlich da erstmal weitermachen dann. Beziehungsweise werde ich es dann nochmal probieren in der Woche komplett. Die gesamte Woche werde ich es dann probieren, jeden Tag. Und ja. In der Hoffnung, dass wir dann weiterkommen, weil so ist es echt doof zu spielen. Hätte ich das gewusst, dass die auftaucht, dann hätte ich natürlich, ja, das die letzten Wochen ein bisschen akribischer gespielt. Aber naja, gut. Das war gar nichts. Bleib stehen.
Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Als ob. Guck mal, die macht einen Schlag. Die macht. Ey, komm, nee! Ich hatte nicht mal mehr Zeit. Ey, ich könnte kotzen, echt. Dieses Spiel. Oh. Ja, Leute. Danke fürs Zusehen. Möge die Macht mit euch sein. Und ja, nächste Woche hoffentlich melde ich mich, wenn die, die Hexe, sage ich schon, die zweite Schwester besiegt ist. Ja, sorry für so ein kurzes Video dieses Mal, aber boah, ich will es halt, wenn dann schon auf Großmeister durchschaffen. Das, was ich oder wir uns als Ziel gesetzt haben. Und das geht halt dann nur so. Man könnte jetzt die Schwierigkeit runterstufen, aber würde ich doof finden und beschiss finden. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Möge die Macht mit euch sein. Bis dahin. Ciao.